Ah, es startet sogar. Entschuldigung, wir machen hier gerade einen Gedenkstream. Ich habe Angst. Aerosoft. Mit einem großen Anus. Oder Brüsten. Ich weiß nicht genau, was das war. Polizei, dein Freund und Helfer. Ah, Construction, Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, neues Profil. So, Rufzeichen Hans. Mein Name ist Bernd, Rufzeichen Hans. Adler, Otter, Karl, oh, Igel. Was? Es fängt schon geil an. Mann, Frau, Mann. Frau, Rufzeichen Hans. Bernd, Frau, Rufzeichen Hans. Yeah! Okay, warte. Alter, Gott sei Dank. Alter. Hallo, mein Name ist Bernd, Rufzeichen Hans. Ich bin Mannfrau. Und hier geht's nach Damenbeck. Oh, ein Damenbeck und Grünsberg. Grünsberg 1000 Meter ist die Abfahrt. So, Kampagne. Oh, so, Entschuldigung, ich muss es tun. Mona, Sebastian, Oliver, Andreas, Bastian, Michelle, Mareike, Christina, Jan Kort, Fabian und Heike. Yeah, und Additional Game Design von Michael. Und natürlich noch Additional Art. Tassilo, kommt mir so bekannt vor. Tassilo Rau, kenn ich den Namen, kommt mir bekannt vor. Ja, das waren die Mitwirkenden. Ciao. Mein T-Shirt ist schlecht ausgekiet. Ja, ist egal. Das ist egal. Erleben Sie den Alltag der Autobahnpolizei und helfen Sie mit, die Straßen sicherer zu machen. Ja, wir wollen das tun. Kampagne starten. Grafik hochstellen? Ach. Mach ich gleich. Sieht gut aus. Mein T-Shirt rauscht, ist aber scheißegal. Die Schichtaufgabe. Mit jeder Schicht bekommen Sie eine spezielle Aufgabe. Sie wird dann immer oben rechts angezeigt. Die Aufgabe ist keine Pflicht. Ist eine Schichtaufgabe, aber ist keine Pflicht. Ist easy going. Kannst auch Donuts essen. Ja, Grafik auf jeden Fall sehr ruckelfrei. Und wie man sieht, Animation flüssig. Das ist der realistische Arbeitsalltag der Polizei. Das tut die Polizei, wenn man mal nicht hinguckt. Oder wenn sie nicht gerade Presseerklärungen abgibt. Okay, Schichtaufgaben. Fahrzeuge untersuchen. Öffnen. Joy 8. Was ist denn Joy 8? Kann mir jemand sagen, wo hier mein Joy 8-Knopf ist? Oh, ist ein bisschen durchsichtig. Ich flimmere ein bisschen, aber ist egal. Das zeigt mehr vom Spiel. Bidi, bidi, bidi. Sind alle festgenommen. Alle festgenommen. Bidi, bidi, bidi. Skynet. So, jedenfalls. Öffnen. Schließen. Aha. Aufheben. Aufheben. Pylon. Das ist alles Pylon. Überall. Ah, ne, zwei Wagen. Wenn ich jetzt. Das sind alles zwei Wagen, wenn ich mit der Maus drüber bleibe. Aber ich muss mit der Maus runtergehen, dann kann ich gucken, was es ist. Das ist toll. Zwei Wagen. Wie untersuche ich denn so ein beschissenes Fahrzeug? So. Würde ich gerne wissen, wie kann ich das untersuchen? Das ist aber toll. Öffnen. Ich habe null Fahrzeuge untersucht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich kann aber gegen den Wagen laufen. Dann kommt 10 Sekunden später das Geräusch. So. Okay. Disco, 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 Disco. Okay. So. 80 sind erlaubt. Wir brennen erstmal mit 120. Alter, das Geräusch, ne?
Ich würde gerne nach... Wo sind wir hier? Nach... Ja, das ist eine Abkürzung. Ja, da, ich will auf jeden Fall... Was? Alter, das Geräusch. Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung... Zentrale an Norbert Mohr, 02. Melden Sie sich. Norbert Mohr hier. Ich muss ja unten links gucken. Halt doch mal an, Darmbeck. Funktionen. Lichtaktionen. Aktionen, Geschwindigkeitsmessung, Fahrzeugmuster. Was? Norbert Mohr, 2. An Zentrale. Melden Sie sich. Quietsch, quietsch. Alter, die Steuerung ist ein Traum. Schnauze, Verkehrsschild. Hier komme ich bin Polizist, ich darf das. Hin! Alter! Ah. Juhu! Mir doch egal. Mit 120 die Abfahrt runter, warum auch nicht? Mit einer Steuerung, die ihresgleichen sucht. Norbert Mohr, 2. An Zentrale. Melden Sie sich. Standstreifen! Bams! Oh, zu viel Chaos! Nein! Oh Mann! Ich wollte doch Wagen untersuchen. Das ist ein Traumspiel. Vielleicht sollte ich vorsichtiger spielen. Okay, willkommen. Ihre Schicht beginnt. Fahrzeug untersuchen 3. So, ich habe eine Knarre dabei im Holster, oder? Falls ich mich wieder gegen sowas wehren muss. Weil ein Zivilist mich gerade beim Einsatz gestört hat. Ich wollte gerade den Standstreifen überprüfen. Da hat der Zivilist mich gestört. Alter. Ich sollte versuchen, nicht aufzufallen? Was? So, Handbremse lösen, Motor starten. Auf nach Tissen. Aha. Geschwindigkeitsmessung gemacht. Alter, ist das bescheuert. Lichtaktionen. Der fährt zu langsam. Fahrzeug rauswinken. Aha. Kommen Sie am Einsatzort an, sollte der Status auf 04 umgestellt werden. Anhalten. Anhalten. Keine Vollbremse machen, da fahre ich doch hinten drauf. Halt jetzt endlich an. Sag mal, hält der auch mal an? Der lässt doch nicht ausrollen. So, Handbremse. Motor ausschalten. Kann ich auch wieder aussteigen. Mit Fahrer reden. Guten Tag. Ihnen ist bewusst, weshalb ich Sie aus dem Verkehr gezogen habe? Der hat nichts gemacht. Ich habe Sie aus dem Verkehr gezogen wegen... Hier, Handschellen. Defekt. Sein Rücklicht ist kaputt. Da ist ihm jemand draufgefahren. Defekten an Ihrem Fahrzeug. Ich werde Sie nun einer allgemeinen Kontrolle unterziehen. Alter, voll das... Haben Sie Drogen dabei? Alter, das ist voll das Mobbing-Spiel. Haben Sie Drogen konsumiert? Nein. Na gut. Ich kontrolliere das nicht. Ich vertraue Ihnen. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Hier mein Führerschein, aber meine Fahrzeugpapiere habe ich nicht dabei. Vielleicht sollte ich über Funk nachfragen. Der hat keine Fahrzeugpapiere dabei. Das habe ich vermutet. Okay. Fahrzeug inspizieren. Wie kann ich das Fahrzeug inspizieren? Der TÜV ist abgelaufen? Der TÜV ist abgelaufen! Alter! Ey, da muss ich leider die Handfeuerwaffe nehmen. Bußgeld wegen TÜV. Es ist wirklich ärgerlich, ich muss Ihnen ein Bußgeld an der Mängelkarte ausstellen. Mit richtigem Verhalten hätten Sie das auch vermeiden können. Überschreitung der Anfang für Hauptuntersuchung. Noah Weber war das nämlich. Der Noah Weber. Alter, wie viel Strafe? Kann ich das selber eintragen? Also ganz ehrlich, da sind mindestens 10.000 Euro drin. TÜV, kein Spaß. Wir sind in Deutschland, ja? Wir sind ja nicht irgendwo im Takatuka-Land. Wir sind ja in Deutschland, da wird ein ordentlicher TÜV gefahren. Damit wir mal feststellen können hier. So. So, wieder ab auf die zünftige deutsche Autobahn. Handbremse lösen, Motor starten. Blinken brauchen wir nicht, wir sind Polizei. Warum sollte ich auch blinken, dass ich hier raus will? Alter, der ist reingezogen, ohne zu blinken. Es ist ja unfassbar. Okay, Funktionen, Aktionen, Fahrzeugmustern. Ja, bleiben Sie in der Nähe des Fahrzeugs. Jetzt gibt er Gas. Jetzt sieht er, dass wir den... Ne? Jetzt gibt er Gas. Das ist bestimmt wieder so ein illegaler Schlepper. Habe ich direkt erkannt. Oho. Oha.
Oha, rotes Ausrufezeichen. Das finde ich gar nicht gut. Zentrale an Norbert Mohr. Nein, nein, ich hab keine Zeit. Wir haben hier ein rotes Ausrufezeichen. Wir haben eine Situation. Wir haben eine Situation. Was denn jetzt? Wo ist denn hin? Wo ist der hin? Hat der ein Glück. Ich glaube, wir haben die Karte gewechselt. Und kommen in der neuen Karte an, stehend auf dem Seitenstreifen. Wir wechseln die Map und stehen plötzlich auf dem Seitenstreifen. Okay, okay. Nein, nicht Funkstatus. Halt! Alter! Hör mal, dein Rücklicht ist kaputt. Funktionen. Aktion. Alter, ist das beschissen gemacht? Musterung abbrechen und dann machen wir nochmal. Nein! Funktionen! Alter, ist das bescheuert! Fahrzeug mustern. So. Aha. Aha. Funktionen. Aktionen. Alter, ist das bescheuert. So, rauswinken. Alter, wie die abbremsen einfach. Und dann rollen sie aber noch eine Stunde auf dem Standstreifen aus. Drogen? Nein? Na gut. Das ist einfach so schön. Haben Sie Drogen konsumiert? Nö. Na gut. Ciao. Das finde ich sehr gut. Okay, Dokumente. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Bitte sehr, hat er alles dabei? Verbotene Gegenstände? Nö. Der lügt doch. Der lügt. Dann glaube ich Ihnen das jetzt mal. Haben Sie Alkohol getrunken? Naja, ein Glas Wein vielleicht. Das ist aber schon ein paar Stunden her. Der ist sturzbesoffen. Dem sollte ich... In Ordnung. Und dann denkt er sich, der sagt dir ins Gesicht, okay, kein Problem, Polizei, dein Freund und Helfer. Und im Hinterkopf hat er, Alter, dich Früchtchen nehme ich hoch. Dich mache ich fertig. Du hast einen Wein, ich nicht. Dich mache ich fertig. So, Warndreieck. Michael Schmidt. Ist das nicht Smudo? Heißt Smudo nicht Michael Schmidt? Sag mal, Smudo heißt doch so. Der kommt aus Tilden. 1867? Wie hat der sich gehalten? Dokumente ansehen. Sag mal. Zulassungsbescheinigung auf Alexander Fischer. Der heißt Michael Schmidt, aber der ist zugelassen auf Alexander Fischer. Was ist da los? Ein roter Ordner. Kennt jemand diese rote Ordner? Life is Strange. Kennt ihr mal diese Ordner? Und hier ist noch ein Müllsack mit einer Leiche drin. Drogentest. Machen wir. Komm, machen wir. Erfreulicherweise negativ. Bleiben Sie auch in Zukunft von Drogen fern. Das müssen wir unbedingt noch sagen. Der nimmt sowieso schon keine Drogen, aber wir müssen noch unbedingt sagen, bleiben Sie auch in Zukunft von Drogen fern. Das ist wichtig. Okay. Fahren Polizisten nicht immer zusammen? Ach ja, wir haben noch einen Partner. Wie kommt denn der ins Auto? Das Auto war vorher leer. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Wahrscheinlich Rumänien. So. Die arbeiten für günstiger. Weißt du doch. Das sehe ich doch bis hier. Kein Nummernschild, Früchtchen. Was ist das denn? Was ist das denn? Leider muss ich Schusswaffengebrauch machen. Guten Tag. Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sie aus dem Verkehr gezogen wegen sexy. So. Ich würde sagen, Delikte, Defekte. Drogen genommen? Was, ich? Auf keinen Fall. Für mich ist der Konsum von Drogen ein Zeichen des Versagens. Das ist ja meine ehrliche Antwort. Bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung. Der kann auch nicht sagen, finde ich gut, sondern der sagt auf jeden Fall, bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung. Alle schreiben Delikt, aber wir werden natürlich trotzdem alles überprüfen, denn ich traue hier nicht. Wer kein Kennzeichen hat, der frisst auch kleine Kinder. Ja, das ist das 1 und 1 auf der Polizeischule. Verbotene Gegenstände, Verbandskasten. Oh, ist ja schon abgelaufen. Verwendbar bis 12.2013. Alter. Erste-Hilfe-Kasten ist abgelaufen. Ey, Deutschland geht vor die Hunde. Vor die Hunde geht Deutschland. Was, in welchem Land leben wir denn hier?
Da willst du erste Hilfekasten, willst du nutzen, du willst einen Verband um den Arm machen und siehst, oh nein, meine Impulsader ist aufgesprungen, aber der Verband ist nur bis 2013 haltbar, den will ich nicht mehr. Das geht so nicht. Ja, was haben wir hier? Aha, ein Ordner mit Nacktbildern. Das will ich nochmal durchgehen lassen. Ein kaputter Teddy. Mit Arm ausgerissen. Psychopathin. Und auch wieder Müllsack. Warum haben die alle Müllsäcke bei sich im Auto? Ah, naja. Da ist eine Waffe. Totschlägerwaffe. Sehe ich sofort. Okay. Alter, 140 Euro. Jungs, heute Abend in die Nacktbar. Alter, die Steuerung ist ein Traum. Oh Gott. Okay. Ja, Schnauze. Ja, ja, das muss so sein. Alter, die Steuerung ist einfach so schön. Also sollten Polizisten zugucken. Ich hoffe nicht, dass ihr solche Karren habt. Ich fahre hier falsch, ne? Nein! Ach komm, wir gönnen uns mal einen Spaß. Wir sind ja Polizei. Ja, ich muss leider mal über den Standstreifen zurückfahren. Ich habe Dienstschluss. So. Ich hab Dienstschluss, ich hab Dienstschluss, ich will nach Hause, lasst mich in Ruhe. Ahem. Lalalala. Ich bin der Dienstschlusskommissar. Oh, wir kriegen die ganze Zeit oben Abzüge. Oben links. Aber als Polizist muss ich leider manchmal auch den Standstreifen falsch rumfahren. Oh, oh, oh. Alter. Die Steuerung ist ein Traum übrigens. Das Problem ist, ich kann hier nicht mehr wenden. Zentrale an Norbert Mohr 02. Fahren Sie zur Wache See. Ich habe immer Angst, dass der mich meint gleich, dass ich zur Wache soll. Dann werde ich selber festgenommen. Oh, Entschuldigung, Außenspiegel. War defekt, habe ich jetzt repariert. Oh, da kommt hier gar keine Abfahrt mehr? Hier ist so eine Abfahrt, das sehe ich doch sofort. Wir fahren mal diese Abfahrt hinunter. Okay, okay. Okay. Zentrale an Norbert Mohr 01. Melden Sie sich. Wir sind Hans, ne? Wir sind nicht Norbert Mohr. Ich hoffe, wir sind... Ich weiß gar nicht, wie wir heißen eigentlich. Oh Mann, Schnauze. Unser Rufname ist ja Hans. Bernd. Bernd Hans. Ich nutze mal die Gelegenheit. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich wieder nach Hause komme. Also zur Wache. So. So, da fahre ich einmal mal wie im richtigen Leben. Eine Baustelle, aber keine Baustelle da. Was denn das? Steuergelder verplempern, wa? Sollen sie die mal in die Polizei pumpen? Wir brauchen mehr Ausrüstung bei friedlichen Demonstrationen. Noch ein paar Wasserwerfer auf Stuttgart. Anzentral. Einsatz beendet. Na, Gott sei Dank, Freunde. Glückwunsch, Gesamtbonus 600 XP. Perfekte Errungenschaft freigeschaltet. Perfekte Tagesschicht. Wir haben... einen perfekten Tag hingelegt. Also Geister fahren, gar kein Problem. Fahrzeuge antitschen, alles easy. Perfekte Tagesschicht. Wissen wir Bescheid für das nächste Mal. Oh, das sieht nach Abend aus. Wieso ist mein Mausfall jetzt im Bild? Zentrale an Hans Mohr, 01. Eile ist geboten. Gegenstände auf der Fahrbahn wurden gesichtet. Auf der A8. Mittlerer Unfall, A28. Ich komme. Over out. Ich fahre hier kurz einen Sonderweg. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder falsch rum unterwegs. Schön, aber ich fahre zum Einsatzort. Gar kein Problem. Alter. Alter, die Steuerung, die ist so branzig. Da krieg ich einen Föhn. Das ist furchtbar. So. Bierkasten. Den trage ich dann. Was ist denn das? Was für eine formidable Trageanimation. Oh Gott, die Steuerung. Wow, es sind schwebende Bierkästen. Muss ein Leitbier sein. Das ist einfach schön. Pylone und Leuchte. Oh, vielleicht soll ich Pylone aufstellen. 3 Stück. Alter. Und der Typ sitzt die ganze Zeit da drin und macht einen Scheiß. Der könnte ja die Warnleuchten und sowas schon mal aufstellen. Der macht einen Scheiß. Unser toller Partner. Ganz ehrlich, ich will einen anderen Partner haben. Was ist denn das für ein Nutzloser einfach? Boah. Warum kann ich den nicht festnehmen oder erschießen?
Ich hoffe, die Entwickler schauen gerade nicht zu und dann hassen die mich, weil ich ihr hochwertiges Produkt nicht entsprechend würdige. So. Sie wissen, warum ich sie und so. Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sie aus dem Verkehr gezogen wegen... Sexy. Das ist ein Delikt. Unangemessenes Verhalten während der Fahrt. Sie waren nicht angeschnallt während der Fahrt. Oh, das ist aber nicht gut. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich werde Sie nun einer allgemeinen Körperkontrolle unterziehen. Haben Sie Drogen konsumiert? Nein? Wollen Sie welche kaufen? Führerschein, Fahrzeugpapiere? Fahrzeugpapiere nicht dabei. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Oh. Sehe ich ganz übel. Also sehe ich schwarz einfach. Führen Sie verbotene Gegenstände mit sich? Ja, ich führe 3 Klappmesser im Hals mit mir. Was willst du darauf antworten? Verbandskasten sehen, ist hinten im Kofferraum. Alkohol? Gar nichts. Ich denke, diese Person sagt die Wahrheit. Ist mir egal, was du denkst. Wir sind hier in einem Land mit Gesetzen. Da wird das überprüft. Für Denken ist ja kein Platz. So, zeig mal Dokumente jetzt. Johanna Sachsen aus Wielsmühlen. Na, die besuche ich heute Abend auch mal. Gut. Abgelaufen. Oh. Und das hier? Warndreieck ist auch abgelaufen. Und ein Kasten Bier. Was ist das für Bier? Zeig mal her, ist das ein Delikt? Biegelbräu. Wer trinkt denn sowas? Gleich ein Knast mit der Alten. Was ist denn das für ein Vergehen? Und wieso? Die fährt Auto und der Ordner steht aufrecht hinten drin. Der Ordner steht im Kofferraum aufrecht hinten drin. Wie fährt die denn? Wie fährt die denn? Alter. So. Es wurde ein gestohlenes Fahrzeug entdeckt auf der A28 in Richtung A32. Auf der Tankstelle finden Sie die Person und untersuchen Sie. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Ja gut, dann will ich mich machen. Ich werde mich darum kümmern. Da hinten. Da ist es schon. Wie komme ich da hin? Da hat's gerade gefreezed. Ich hatte gerade einen Lag im Spiel. Aus dem Weg. Hier kommt Recht und Ordnung. Aus dem Weg. Recht und Ordnung, sage ich. Recht und Ordnung. Ich habe gerade Freezes. Mit Alarm habe ich Freezes. Entschuldigung. Norbert Mohr, 1, an Zentral. Komme zur Wache. Hier, komm. Was? Okay, sehr gut. Was ist hier los? Stunde später komme ich auch mal an. Jetzt ganz zärtlich einparken. So. Zentrale an Cabella Sumpf 01. Fahren Sie zur Wache Moor. Tür blockiert. Alter, was hat denn der für riesige Türen? Warum hupt der jetzt? Mann, hör auf zu hupen, ich will aussteigen. Alter, ey, das ist mein Lieblingsspiel. Ich habe immer wieder, finde ich, neue Lieblingsspiele. Guck mal, wer da sitzt, ganz verdächtig, mit seiner Brille. Der ist doch verdächtig, Alter. Der ist doch, das sehe ich doch jetzt hier, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat. Fahrzeugschein anderer Namen, stimmt ja gar nicht. Hat sein Fahrzeugschein ja angeblich nicht dabei. Auto geklaut. Komm, ist egal. Auto geklaut. Da ist er. Fahren Sie... Jetzt muss ich den auch noch zur Wache fahren. Oh, wie ärgerlich. Ach, ja, scheiße. Oh. Zentrale an Cabella Sumpf 02. Melden Sie sich. Oh, Hand in Hand. Wir sind zusammen. Und wir wollen in 45 Grad Winkeln gehen, weil wir so verliebt sind. 45 Grad Winkel sind Ausdruck unserer Leidenschaft. So. Dann kommen Sie mal mit, junger Mann.
Das war's mit ihren Sprenzchen. Entschuldigung. Das ist der Bounce-Effekt. Oh, ich park erstmal. Alter, die Steuerung ist wirklich... Also, es ist einfach zu empfehlen. Das Spiel ist zu empfehlen. Bitte ein Let's Play? Na, 100 Folgen? Nein, nein, nein. Capella Sumpf 01. Fahren Sie zur Wache Moor. Der realistische Polizeialltag. Zentrale an Norbert Moor 01. Schnauzezentrale. Stirb einen langsamen Tod. Der realistische Polizeientag. Kein Wunder, dass die alle so gereizt sind. Ist doch kein Wunder. Ja, ich muss da durch. Lass mich in Ruhe. Yeah. Alter. Oh, nee. Komm. Unfälle bearbeiten 3. Polizist im Einsatz. Ich komme mir gerade vor wie der Terminator 2. So. Einmal mal ein bisschen ins Grüne. Das muss einmal mal sein. Kann ich springen? Ich kann nicht springen. Ich will springen. La lü la la, la lü la la. Brumm, 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 brumm. La lü la la, la lü la la. Überfährt mich jetzt keiner? Was passiert denn? Hohoho, zu viel Chaos. Ich dachte, wir fliegen jetzt... Ah, wir waren gerade auf dem Auto. Geil, Beamte springen nicht. Schön. Ja, ich würde sagen, vielleicht testen wir mal ein anderes Spiel. Was ist denn das hier? Können wir das auch? Ah, es gehört dem Chef. So. Dieses Spiel ist aber zu realistisch. Festgenommen. Aha. Huch. Ein alter Mann mit einem teuren Truck. Das muss fake sein. Die Autos hinten halten aber an, ne? Oh, hupt sogar. Können wir mit dem nicht quatschen? Nee. Mhm. Duf, 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 duf. Quitsch. Quitsch. Quietsch! Quietsch! So, nur mal ganz kurz gucken. Quietsch! Quietsch! Nur mal ein bisschen Adrenalin gerade machen. Polizei angehupt! Festnehmen! Knast! Alter, der hat mich voll überfahren! Dramatisches Ende. Oh nein, ich bin außerdem auf Alt F4 gekommen. Alt F4? Ja, eigentlich sollte es, glaube ich, einen Patch geben mit Bugfixes, aber die Programmierer wurden leider alle festgenommen. Ich weiß nicht genau, warum, die wurden alle festgenommen. Ich weiß nicht genau. So, oh, hier ist noch Dingens offen. So, mach ich mal zu und dann wechsle ich mal wieder auf den hier. Das war, was? 26.000 Leute haben sich den Scheiß gerade angeguckt. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich mach das mal ganz... Und nicht vergessen. Nicht vergessen. 26.000 Leute. Ach so. Leine, hallo Leine! Juhu!
Geil. Duf, 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 duf. Bams. Yeah. Geil. Living life in Airplane Mode. Also ganz ehrlich, ich würde eher aus der Airplane springen, als da nochmal das. Simulatorenspiele. Ich bin ein großer Freund von Simulatorenspielen. Okay, ich mache mal die Steam-Oberfläche eben wieder aus. Wo ist denn hier Steam? Steam, Steam, Steam. Ciao. Alter Schwede. Nido. Was? Nicht böse sein, aber deinstalliere Autobahn Police Simulator wieder sofort. Danke. Oh, weiß ich nicht. Das ist, für die 25 Euro werde ich dir das auf Steam schenken. So. Das ist einfach, oh, Alter. Das ist einfach. Ich hab gar keine Worte dafür.